Hey, wir sind David und Melinda und wir reisen gemeinsam mit unseren Freunden Robin und Luna und deren Hündin Leia durch Europa in zwei selbst ausgebauten Vans. Diesen Winter wollen wir auf den Kanarischen Inseln verbringen. Als erste Insel haben wir uns Gran Canaria ausgesucht. Nachdem die erste Woche sehr aufregend war, das ist alles irgendwie nix, entweder es ist kein Netz oder wir kommen da nicht rein, waren die Tage danach etwas entspannter. Wir haben die Insel nach schönen Stellplätzen an der Küste abgesucht und sind danach in die Berge gefahren. Und das hat uns so richtig von den Socken gehauen. Wow, krass. Warum unsere Zeit hier trotzdem abgelaufen ist und wohin wir als nächstes fahren, verraten wir euch in diesem Video. Einsteigen! Wir haben jetzt nämlich was richtig Tolles vor. Und zwar fahren wir zu Europas einziger Kaffeeplantage. Kaffeeplantage, genau. Das haben mir Luna und Robin zum Geburtstag geschenkt. Die Gegend hier, einfach nur ein Träumchen. Leute, seid ihr ready? Los geht's. Ja, so sollte Kaffee angebaut werden. In der Mischkultur und nicht in der Monokultur. Kauft bitte Kaffee von Röstereien und nicht im Supermarkt. Kauft Kaffee für wenigstens ein paar Euro mehr, als er im Supermarkt kostet. Denn das ist richtig viel Arbeit und viel nachhaltiger als billiger Supermarktkaffee. Und ich bin mal gespannt, wie der Kaffee dann auch schmeckt. 125 Gramm kosten 10 Euro. Das geben wir schon gerne manchmal aus für Kaffee, wenn er gut schmeckt. Lass uns mal überraschen. Also der Kaffee hat uns sehr gut geschmeckt, deswegen haben wir uns auch ein Päckchen mitgenommen. Ich finde zwar jetzt das Logo nicht so hübsch, aber gut. Hauptsache der Kaffee schmeckt. Und jetzt haben wir hier gleich in der Nähe einen schönen Stellplatz gefunden. Den fahren wir jetzt mal an. Hier, probier mal. Mmh. Ist voll lecker, oder? Mmh. Lecker. Nachbarn? Ja. Wir wären dann soweit. Ja, die Nürnchen brauchen noch 4 Minuten. Also 4 Minuten. 4 Minuten. Da teile ich noch aus. Ganz ans Ohr. Soll ich das mischen? Ja. Mischen? Impossible. Mischen impossible. Guten Junge, schön. Guten Junge, Leute. Prost. Wow. Wow. Oh mein Gott. Ja, weil das hier ein Sportplatz ist, ein ehemaliger, fangen wir den Tag heute mal einfach mit Sport an. Vanlife macht nämlich manchmal ein bisschen faul, denn wenn die Stellplatzsuche sehr lange dauert, sitzen wir sehr viel im Auto. Und deswegen sporteln wir jetzt alle hier ein bisschen rum. So, wir haben uns jetzt frisch geduscht, das hat richtig gut getan und jetzt hat es auch angefangen zu regnen draußen, deswegen frühstücken wir hier drinnen und dann fahren wir heute weiter, weil wir haben kein Wasser mehr und wir brauchen noch was zu essen. Genau, und dann düsen wir los und suchen uns was Neues. Ist an für sich ganz schön, aber hier sind richtig viele Fliegen und deswegen machen wir uns mal auf den Weg und suchen einen neuen Platz. Vielleicht ist in der Nähe etwas. Ja, und es ist windig, ich weiß gar nicht, wie ihr versteht. So, einmal kurz den Parkplatz gewechselt, ein paar Meter weiter ist hier halt ein ganz normaler Parkplatz.
Und hier stehen wir windgeschützt und haben das Meer direkt vor uns. Da laufen wir jetzt auch hin, gucken uns den Sonnenuntergang an. Ja, ansonsten habe ich auch das Gefühl, ist bis jetzt noch nicht so viel passiert. Bin mal gespannt, wie sich der Vlog hier noch entwickeln wird. Weiß nicht, ob da noch so viel kommt. Mal schauen. Irgendwas müssen wir uns da noch einfallen lassen. Letzte Woche war es ja so extrem abwechslungsreich und auch so unterschiedlich von den Gefühlen. Die Woche sind wir schon so angekommen auf Gran Canaria. Finden es jetzt auch ganz nice. Aber irgendwie sind wir jetzt gerade so auch im Modus, ein bisschen runterzufahren. Und mal schauen, wie viel wir jetzt die Woche noch erleben werden. Ich frage mal Melli, ob sie noch zwei Bierchen mitnimmt. Oh, ist schon gefühlt, dass ich zwei Bierchen mitnehmen möchte. Hm? Ist schon gefühlt, dass ich zwei Bierchen mitnehmen möchte. Ja. Sehr gut. Okay, und dann ab geht's. Erstmal Gesundheit. Danke. Und dann wollte ich eigentlich nur sagen, dass wir den Stellplatz jetzt wechseln. Ja, es ist nämlich mal wieder soweit. Ich glaube, wir haben unseren Safe Place und unser Cozy Spot jetzt ein für alle Mal gefunden, an dem wir jetzt auch mehrere Tage bleiben können. Wir sind jetzt hier mitten in die Berge gefahren, auf so einem Campingplatz, der als Campingplatz ausgeschildert ist, aber auch frei zu befahren ist. Also wir zahlen hier keine Gebühren, haben hier frisches Bergwasser, wir haben eine Bombenaussicht und ich glaube, hier bleiben wir jetzt erstmal die nächsten Tage. Ja, ich zeige euch jetzt mal ein paar Eindrücke vom Stellplatz und ja, dann setze ich mich da mal runter zu den Mädels und dann trinken wir Kaffee. Are we delirious? Can I get serious? What lies on the horizon? Horizon before us. My heartbeat calls your name. Can anybody feel the same? Covered by the twilight. It's alright. Wir uns auch, gell? Ja, wir sind heute Morgen schon früh aufgestanden und haben gedacht, wir wandern mal ein bisschen, weil es ist nämlich perfektes Wetter. Heute vor zwei Wochen genau sind wir angekommen und wir waren alle noch nicht gemeinsam wandern. Wir haben immer nur so Sport vor unseren Bussen gemacht und heute ist der richtige Tag und das perfekte Wetter, um eine kleine Wanderung zu machen. Und zwar habe ich uns was Schönes rausgesucht und ich glaube, es geht da hoch. Auf 1400 Meter, also knappe 400 Höhenmeter one way und geplant ist, dass wir dafür 5 Stunden brauchen, hin und zurück mit Pause. Ich bin startklar.
Da unten stehen wir. Irgendwo. An diesem Stausee. Wow. Ich glaube, da hinten regnet es sogar. Und hier haben wir tollstes Wetter. Jetzt auf jeden Fall gelohnt, ein bisschen, wie sagt man, den Weg. Den nicht ausgetrampelten Weg zu nehmen. Genau. Bisschen Abenteuer, aber seid immer vorsichtig, wenn ihr sowas macht. Genau, und jetzt haben wir hier eine richtig, richtig tolle Aussicht. Und hier machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen. Ja, wir haben nämlich Kaffee und Datteln dabei. Yeah. Okay, also wir machen uns jetzt langsam mal auf den Weg zurück, denn es ziehen ein paar Wolken auf und ja, es wird auch langsam spät. Ansonsten haben wir hier oben eine richtig schöne Pause gehabt, ein bisschen Kaffee und Datteln. Jetzt sind wir gestärkt und hat richtig gut getan, die Wanderung. Und jetzt geht's zurück zum Auto. Ja, die Wanderung war richtig gut gestern. Es hat uns so gut getan, wir haben so gut geschlafen. Aber eigentlich hatten wir gedacht, wir bleiben noch auf dem Platz, aber dann haben wir uns doch spontan entschieden, weiterzufahren. Wir bleiben auch noch in den Bergen. Spontan in so einem richtig schönen Dörfchen gehalten. Tejeda heißt das, weil wir hier noch ein bisschen was einkaufen wollten. Ich räume jetzt mal die ganzen Einkäufe ein und David zeigt euch noch mal ein bisschen, wie es hier aussieht. David hat beim Spazieren entdeckt, dass es hier veganes Eis gibt und das lassen wir uns nicht nehmen. Deswegen holen wir uns jetzt eins, bevor es gleich weitergeht. Essen ist fertig. Danke. Wow. Gesundheit.
Ja, wir sind hier gestern im Dunkeln noch angekommen, an diesem wunderschönen Stellplatz. Oh, auch das ist wieder ein kostenloser Campingplatz. Und ja, die Aussicht hier auf Las Palmas ist einfach grandios. Und ja, wir sind auch so langsam am Ende des Videos angekommen. Ich habe gehört, in unserem Van wurde gerade Kaffee gemacht und jetzt setzen wir uns gleich hin, genießen die Aussicht und ja, erzählen euch nochmal ein bisschen was, wie wir die letzten Wochen hier auf Gran Canaria fanden. Süchtigen Smombies. Diese schöne Sonne. Diese handysüchtigen, sonnenverwöhnten, Kaffee-Junkie lebenden Vanlifer. Ja, und wie war Gran Canaria für euch? Ja, wie war Gran Canaria für euch so? Ich habe heute zu Melli gesagt, eigentlich würde ich ganz gerne nochmal wiederkommen. Mhm. Und ich habe gesagt, schön hier gewesen zu sein, aber ich muss nicht nochmal kommen. Ich fand es auch sehr schön. Ich glaube, es ist besonders, wenn man im Van lebt, sehr schön hier in der Inselmitte, in der wunderschönen Natur. Ja, die Berge sind hier schon toll. Ja. Ja, also die Natur und die Berge sind schon toll, aber ja, also es gibt für mich keinen Grund nochmal zu kommen, weil ich glaube, das Schönste haben wir schon gesehen einfach. Es sei denn, es wird auch mal richtig warm in der Mitte, wo die Berge sind. Weil wenn es jetzt irgendwie nochmal so 10 Grad wärmer wäre, das wäre auch schön. Das wäre schon nice. Das wäre dann vielleicht auch. Das wäre dann vielleicht was Aber vielleicht kannst du dann das Wasser, möchtest zum Meer und am Meer hast du keine Möglichkeit mit dem Van zu stehen. Genau. Deswegen wird es jetzt Zeit für Fuerteventura. Nächstes Ziel, Fuerteventura. Ja. Und das Fazit zu Gran Canaria habt ihr jetzt auch gehört. Genau. Also einfach am besten in die Berge. Nicht an den Strand. Außer man macht Hotelurlaub. Dann ist das auch schön. Aber ich glaube, so für Wanderer, Radfahrer oder halt auch einfach Menschen, die Natur lieben, ist das echt eine richtig schöne Insel. Ja. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Video von Fuerteventura. Cheers! Ciao! Reingeguckt. Muss aber ganz nah dran gehen, dass die eigentlich reingucken müssen. Ups. Sorry, jetzt habt ihr reingeguckt. Sorry. Jetzt müsst ihr abonnieren. So, ich esse jetzt Reis mit Ketchup. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr wollt. Was macht ihr da hinter mir? Oh nein! Nochmal. Okay. The orange. Das ist, ich mach gleich Orangensaft raus, wenn ihr rausfällt. Ja, warte. Mach's erst ich glaube, das kann ich nicht zeigen.